Sie sind hier, 30. August 2018, 6.04 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Carina Witthöft hatte gegen Serena Williams keine Chance. Urheberrecht Getty Images. Carina Witthöft hat bei den US Open gegen Serena Williams nicht den Hauch einer Chance und erhält eine Lehrstunde. Nur Angelique Kerber erreicht die dritte Runde. Lehrstunde für Carina Witthöft im größten Tennisstadion der Welt. Die 23 Jahre alte Hamburgerin war in der zweiten Runde der US Open in New York chancenlos gegen die 23-malige Grand Slam-Siegerin Serena Williams. Witthöft unterlag im Arthur Ashe Stadium der 13 Jahre älteren Amerikanerin nach 67 Minuten 2:6, 2:6. Damit ist nach dem dritten Turniertag in Flushing Meadows nur noch eine deutsche Spielerin im Wettbewerb, Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Kiel, Nummer 4, trifft am Donnerstag ab 18.00 Uhr im Live-Ticker in ihrem Zweitrunden-Match auf die Schwedin Johanna Larsson. 7 Spielerinnen hatte sich für das Hauptfeld der US Open qualifiziert. Vor Witthöft hatten am Mittwoch Julia Görges Bad Oldesloe, Nummer 9, und Tatjana Maria Bad Saulgau, verloren. Görges unterlag der Russin Jekaterina Makarova 6:7, 10:12, 3:6, Maria war gegen die an Position 7 gesetzte Ukrainerin Jelena Svitolina beim 2:6, 3:6 weit vom Einzug in die dritte Runde entfernt. Williams trifft in nächster Runde auf ihre Schwester Wimbledon-Finalistin Williams, 36, die im vergangenen Jahr in New York wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia gefehlt hatte, spielt am Freitag gegen ihre ältere Schwester Venus um das Achtelfinale. Von den bisherigen 29 Duellen hat Serena 17 gewonnen. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im März in Indian Wells, Serenas Comeback-Turnier auf der WTA Tour, siegte Venus in 2 Sätzen. Mittlerweile nähert sich die langjährige Nummer 1 jedoch wieder ihrer Bestform. Mit 13 Assen und insgesamt 30 Gewinnschlägen dominierte Serena Williams das Match gegen Witthöft nach Belieben, von Sportinformationsdienst.